abends in netter Laune ein bisschen gefeiert, haben wir dann irgendwann aus dieser Laune heraus gesagt, Mensch, wir brauchen doch mal was Großes. Dann bin ich dann nach vorne geprescht und habe gesagt, so, und wir machen auch was Großes. Und dann geht man halt im wirklichen Leben dorthin, wo man Dinge findet zum Bauen, nämlich im Baumarkt. Vorher waren das ja erst nur Einzelteile und ich habe mir gedacht, wird das echt ein TIE Fighter? Wir werden ja öfter gefragt, ob der TIE Fighter irgendwann fliegt. Und die Frage ist wahrscheinlich zu verneinen, aber in unserer Fantasie fliegt er schon die ganze Zeit. Was ich sag und ich sehe sowieso nicht. Ja. Jetzt greifen wir nach dem Telefon und lass mal hoch, als du telefonieren willst. Reicht schon. Zu schnell. Kannst du? Okay. Anständige Sachen. Ich spiele mit dem Essen. So, jetzt irgendwas weglegen, also Butter oder sonstiges. Weglegen, wegstellen. Ja. Und dann einfach aus dem Bild rausgehen. Danke. Ich glaube, das reicht. Käse, Sahne. Hallo, ich bin der Marco. Ich bin Geschäftsführer eines namhaften Star Wars Online-Versandhandels. Momentan stelle ich einen Stormtrooper dar. Für den TIE Fighter bin ich für die Lagerung und Logistik zuständig. Ich bin Carsten, arbeite für eine Veranstaltungsagentur. Im Star Wars-Universum gebe ich den Todessternoffizier und beim TIE habe ich unter anderem an den elektrischen Anlagen gebaut. Jetzt. Hi, ich bin Michael, Darth Vader. Im wahren Leben Versicherungsmakler und dafür verantwortlich, dass das da hinten steht. Hallo, ich bin Kai, im wahren Leben Techniker für die 747-Flotte und am TIE Fighter bin ich für die Lackierung und das Weathering zuständig. Hallo, ich bin Thomas, ich baue die Brandschutztüren in ganz Deutschland, bin der Geschäftsführer. Hier habe ich die Unterkonstruktion vom TIE Fighter gebaut.
bin der Peter, bin sonst auf der Börse unterwegs und heute als Stormtrooper. Jetzt? Ich bin übrigens Lea und das ist mein Vater. 1 durchlaufen lassen. Ja, wir laufen und Träger durchlaufen. Genau, lassen. Aber nicht aus Stahl, so wie wir es bisher hatten. In den Dimensionen eben 10 x 30 cm. Und das sind nur die Löcher sind nur zu. Und dieser Schnitt, den wir hier hinten haben, der ist dann geschlossen. Ja. Der läuft dann im Kasten rein, den wir auch quasi grau anmalen. Wir müssen dann im Solarpanel dann auch wieder so einen Schub bauen, den wir hier vorne schon haben. Punkt ist aber dann der, dass wir hinten diese Stützen einfach ein. Aber unten geschlossen. Das heißt, man hebt ja, gut, von und unten gewisse. An. Genau. Ja, und so wie es jetzt im Moment auch ist. Nur das, was dann halt. Müssen wir dann von oben nach unten noch was reinziehen. Also hier drin. Also wir brauchen. Ja, ja. Wir müssen nur komplett nackig schauen. Das ist alles nicht. Nur eine Seite. Zumal ja auch immer die Frage. So 6 bis 8 Leute. Die Frage ist ja auch immer, wenn dann hinten jemand drunter geht. Weil du musst ja schon, du brauchst schon ein, also die Biegung fängt, also ja, so, und dann liegt der nämlich auf und dann kann der nicht mehr, dann kann bei den letzten 40, 50 Zentimetern so gegeben. Und zwar ein bisschen gewaltiger. Es läuft also nicht so konisch zusammen nach vorne, sondern ist ziemlich gerade hinten. Von der Dimension 10 cm schmaler als vorne der tragende. Machen, dass wir die abnehmen können. Und dann praktisch einen viereckigen Klotz draufsetzen in diesen viereckigen Balken. Du musst ja nur das Gewicht abstützen. So, und der tragende Balken wird quasi durch diese Ausschnitte so aufeinander gesteckt, dass quasi der Querbalken, der dann hinten langsam so ist, und dann brauchen wir nie wieder eine Stütze. Mit zunehmenden Shows machen wir auch unsere Erfahrungen und so ist dieses Projekt eigentlich nie wirklich beendet. Also ständig was zu tun. Und abends in netter Laune, ein bisschen gefeiert, haben wir dann irgendwann aus dieser Laune heraus gesagt, Mensch, wir brauchen doch mal was Großes. Und dann bin ich dann nach vorne geprescht und habe gesagt, so, und wir machen auch was Großes. Und so ist das im Prinzip entstanden. Und dann war die Frage natürlich, was machen wir? Da ja Vader die zentrale Figur ist, um die es sich dreht in den bisherigen 6 gezeigten Kinofilmen, und es dieses Prop auch noch nicht gibt oder gab zu seiner Zeit, war die Entscheidung eigentlich für mich klar, was wir bauen. Nämlich den Darth Vader TIE Fighter aus Episode 4. Also gewogen haben wir tatsächlich noch nicht. Die Gewichte kommen eben aus dem Internet, in Anführungsstrichen, weil man ja so die Materialschwere da erfahren kann. Er wiegt aber definitiv über 1,4 Tonnen. Die absolute Höhe sind 4,50 Meter mal 5,30 Meter Breite mal 4,80 Meter Länge. Wir hatten die Idee zur Star Wars Convention hier in Deutschland, Essen, also die größte Veranstaltung rund um Star Wars überhaupt, von Fans, für Fans und auch mit Lucasfilm, also kommen ja auch Schauspieler, ein Buch zu kreieren, was es nur einmal auf der Welt gibt, wo also Bilder vom TIE Fighter, also von dem Project -X1 in dem Buch abgebildet sind und mit den Schauspielern. Ja? Und das hat dann Lucasfilm und Official Pics uns auch genehmigt. Und wir wollen dieses Buch halt eben zugunsten der Deutschen Kinderkrebshilfe versteigern auf eBay. Aus einem ganz einfachen Hintergrund, weil ich denke, dass so eine große Veranstaltung, die auch so viel Aufsehen erregt, auch für was Gutes sein sollte. Und hat natürlich den Hintergrund, dass die abgebildeten Schauspieler, die halt auch da waren, die Gelegenheit bekamen, das Ganze zu unterschreiben. Somit wird es als so einem sehr besonderen Unikat. Also ich bin Star Wars Fan von der ersten Stunde seit 1978. Seit 2010 im Kostümclub der German Garrison, das ist die imperiale Fraktion, also die Bösen. Und auf einem Event im Legoland Deutschland haben wir abends mal eine kleine Party gehabt, weil es sehr schön war und ein tolles Event war. Und eben aus dieser Laune heraus ist dann mal die Idee entstanden, haben wir gesagt, da bauen wir mal was Großes. Ja, wir haben ein ganz normales Berufs- und Familienleben natürlich. Wobei so mein persönliches Lebensmotto natürlich ist, dass ich
arbeite, um zu leben und nicht umgekehrt lebe, um zu arbeiten. Und so ein Stück weit natürlich auch meine Kinderträume verwirkliche, was ich halt als Kind nicht so hatte. So als Zehnjähriger, fast elf damals, den Film das erste Mal gesehen, habe ich mir den Besenstiel von der Mama genommen, den rot angemalt und bin dann als der Bösewicht durch die Gegend gelaufen. Heute wird halt Mentales Reales. Man hat Laserschwerter, die halt in Serie hergestellt werden, kann man fast sagen.